Peter Gengen, das hier ist der Freund des Kristallexzeichen, von dem ich sprach. Willkommen in Mordzug. Hier hat alles Wert, alles. Mordzug bedeutet so viel wie der Marktplatz der Mord. Und er rühmt sich, der größte und bestbesuchte Markt in ganz Amarenk zu sein. Hier wird alles gehandelt. Natürlich die Erze aus den nahegelegenen Minen, aber auch alle Arten von anderen Artikeln. Darunter skurrile und seltene, die man sonst nirgendwo findet. Kaum jemand kommt freiwillig nach Amarenk. Aber dieser Markt ist eine Ausnahme. Händler kommen von überall her auf der Suche nach Raritäten und Sammlerstücken. Dinge zu kaufen gibt's überall. Nützliche Dinge, interessante Dinge. Aber das Beste nur hier, nur hier. Hast noch Geld in der Tasche? Wie alle Reisenden von weit weg? Zum Markt, da müssen wir hin. Das wird was. Das gibt einen Spaß. Kauf ein. Kann alles brauchen. Alles auf der Welt kann man irgendwann gebrauchen. Das höre ich dich immer wieder sagen, werter Gengen. Ist das eine Weisheit deiner Ahnen? Na, es ist jedenfalls eine gute Einstellung. Das ist wohl auch der Grund, warum es euch so leicht fällt, Vertriebene bei euch aufzunehmen. Wenn du vorhast, länger in Amarenk zu bleiben, tätest du gut daran, dich mit den Bewohnern dieser Siedlung anzufreunden. Sie haben ein Begrüßungsritual für Neuankömmlinge, aber... Ja, genau. Erstkauf, wichtigster Kauf. Musst einfach kaufen. Macht so jeder Neuling auf dem Markt. Groß, klein, teuer, billig, egal. Ehrlich gesagt wusste ich, dass es dazu kommen würde. Und der Kristallexarch auch. Deswegen hat er dir das hier geschickt. Na, da schau her. Eine Münze aus Wöburt. Ist eine Weile her, dass die mir untergekommen sind. Was sagst du? Was höre ich da? Münze? Münze aus Wöburt? Nein, nur bei mir. Köpfe schön, glatt und glänzend. Hier gekommen, hier zu mir. Bei mir. Bester Kauf bei mir. Ruhig, Mäuler zu und Ohren auf. Neuer will reisen und Reise wird lang, will keinen sperrigen Krempel. Ruhe brauchst du, Ruhe und Kraft. Ich weiß. Erstkauf bei Romrom. Erstkauf ist gut. Viele leckere Sachen machen dich stark für Reise. Thank you.
Das war nur einer von den Kleinen. Die halten nicht viel aus. Ich habe immer gewusst, dass du kommen würdest. Aber musstest du dir so viel Zeit lassen? Endlich bist du da. Wie geht es dir? Ich habe mir viele Sorgen wegen des Krieges gemacht. Von dem Kristallexarchen habe ich gehört, dass die größte Gefahr vorbei sei. Aber wer weiß, was alles passieren kann, wenn die Zeit so verrückt spielt. Alvino und Uriyoshi habe ich nach meiner Ankunft hier getroffen. Ich habe ihnen alles erzählt, was ich weiß. Tankred und Ishtula sind mir noch nicht begegnet, aber sie stehen mit dem Exarchen in Kontakt. Sie sollten über das Wichtigste informiert sein. Wenn ich an Tataru und die anderen denke, möchte ich so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren. Aber wir wissen nicht wie. Außerdem kann ich nicht vergessen, was Uriyoshi gesehen hat. Du weißt ja, wie er ist. Er sagt selten etwas gerade heraus. Aber er hat ein großes Herz und würde uns niemals in die Irre führen. Dass er die achte Katastrophe gesehen hat und deinen Tod. Er hätte das alles nie erzählt, wenn er nicht davon überzeugt wäre. Es gibt jetzt nichts Wichtigeres mehr, als die Vereinigung der Welten aufzuhalten. Und dazu müssen wir diese Welt von den Sündenvertilgern befreien. Sieh dir diese weiße Wand an. Sie ist ein Überbleibsel der Lichtflut. Vor 100 Jahren nahm das Licht in der ersten Splitterwelt Überhand. Die Welt geriet aus dem Gleichgewicht. Was folgte, war eine gewaltige Lichtwelle, fast die ganze Welt verschluckte. Übrig blieb nur Northrand. Normalerweise trägt jedes Lebewesen Äther in sich, der aus mehreren Elementaraspekten besteht. Doch die Lichtwelle spülte die anderen Aspekte fort, wusch sie weg und das Leben verlor die Kraft, seine Form zu behalten. Die Folge war ein großes Sterben. Und was nicht starb, verwandelte sich in etwas Monströses. Ja, die Sündenvertilger sind eigentlich Leute wie du und ich, die von den Fluten des Lichts verschluckt wurden. Für sie gibt es keinen Weg zurück. Jetzt stürzen sie sich auf alles, was Äther hat, und fressen es auf. Für sie sind wir nichts als Futter oder ihre Brut. Denn die Stärkeren unter ihnen können den Äther ihres Opfers so verderben, dass es selbst zu einem Sündenvertilger wird. Fressen und vermehren. Etwas anderes kennen sie nicht. Deswegen werden wir nie mit ihnen in Frieden zusammenleben. Um die verlorenen Seelen, die Verstoßenen, die sich bald verwandeln werden, kümmern wir uns hier. In der Ruhestadt vor der langen Reise.
Thank you.
Sieh mal dort, der Spalt in dem Kristall. Siehst du die weiße Ebene dahinter? Das ist das Land, das von der Lichtflut verschluckt wurde. Es ist ein Nichts, ein leeres, weißes Nichts. Wenn man es betritt, wird der Körperäther sofort von der Gewalt des Lichts verdorben. Nichts kann dort leben. Heilrik, der Junge, der sich verwandelt. Er isst nichts lieber als Nektarinen. Den Angriff eines Sündenvertilgers überlebt. Er hat um sein Leben gekämpft und tapfer alle Schmerzen ertragen. Doch kein Mut hilft gegen die tödliche Saat, die der Feind bereits in seinen Körper gelegt hatte. Die Vergiftung seines Äthers ist nicht aufzuhalten. Wer gesund ist, dessen Äther kann sich auf natürliche Weise wieder einrichten. Aber bei ihm, in dieser Umgebung, sammelt sich einfach nur immer mehr Licht an. Früher oder später werden sie alle zu Sünden vertilgern. Tislin und die anderen wissen das. Sie sind bereit, das Leiden zu beenden, bevor die Verwandlung abgeschlossen ist. Ein letzter Akt der Gnade. Eine Prise Gift in der letzten Mahlzeit. So endet es jedes Mal. Es ist so schrecklich traurig. Wir kämpfen und kämpfen, aber es ist nicht genug. Weißt du noch, wie ich dich gebeten habe, mich nicht alleine zu lassen? Kurz darauf bin ich verschwunden und ließ dich alleine. Warum musste er mich auch ausgerechnet dann rufen? Ich habe dem Kristallexarchen mehr als einmal gesagt, was ich davon hielt. Es tat mir so leid, dass ich dir auf dem Schlachtfeld nicht beigestanden habe. Ich schwor mir, wenigstens hier nach besten Kräften zu helfen. Egal wie schwer es auch sein mag. Lass uns zurückgehen. Ich habe Tislin schon lang genug mit der Arbeit allein gelassen.
Ich habe etwas mehr gemacht als sonst. Sagt, wenn es nicht genug ist. Bilde ich mir das ein oder ist da auch mehr Gemüse drin als sonst? Du bildest dir es nicht ein. Ich dachte, für einen Gast aus Crystarium kann es ruhig mal etwas Besonderes sein. Das ist doch selbstverständlich. Wir freuen uns über jeden Besucher. Es kommen ja nicht so viele. Weißt du, ich koche nur selten für Leute, die freiwillig hier sind. Die meisten wurden verstoßen und kommen, um zu sterben. Ich habe meine Mutter hierher gebracht. Alleine hätte sie es nicht mehr geschafft. Wir können keinen heilen. Wir können sie nur bis zum Ende begleiten. Und ihnen den letzten Teil der Reise etwas leichter machen. Dies ist kein Ort der Hoffnung. Es ist ein Ort des Abschieds und der Würde. Als meine Mutter ihren letzten Atemzug tat, habe ich vor allem eins empfunden: Dankbarkeit für den Frieden. Ja, seine Zeit ist gekommen. Wenn es doch nur leichter wäre, die Hand derer loszulassen, die man schon so lange begleitet hat. Dann wünsche ich mir jedes Mal, dass der Krieger der Dunkelheit endlich erscheint und all dem ein Ende macht. Der Krieger der Dunkelheit? Ja, weißt du das denn nicht? So genau kenne ich mich auch nicht aus, aber es gibt doch diese alte Überlieferung. Ein Krieger des Dunkels bringt mit Schwert und Speer nicht Tod, sondern Erlösung. Das Leben, das von ihm beendet, kehrt heim ins dunkle Himmelsmeer. Lass niemand ziehen, lass keinen fliehen, ob gute Seel oder verwandelter Vertilger. Ich glaube, so ging ein Teil des Gedichts. Gesehen habe ich so einen Krieger natürlich noch nicht. Wahrscheinlich ist es nur ein Märchen. Wer weiß, vielleicht ist da ja was dran. Glaubst du? Ich mochte das Gedicht immer, weil der Krieger der Dunkelheit darin allen, uns und den Vertilgern, das Leben zurückgibt. Er kommt. Tislin! Hallrik ist verschwunden. Dabei habe ich ihn nur ganz kurz aus den Augen gelassen. Thank you.
was gefunden? Ich habe auch keine Spur. So weit kann er doch gar nicht sein. Hoffentlich haben die Sündenverträger nichts damit zu tun. Komm, wir suchen weiter. Da ist einer. Und zwar ein ganz großer. Er ist auf der Jagd. Schnell, hinterher! Nein, bitte nicht. Heilrik! Renn, renn weg! Das Lied! In dieser Welt gibt es nichts, was man nicht braucht. Nutze deine Zeit bis zu allerletzt. Stirb in Frieden. So ist es doch, Mutter.